Hallo und herzlich willkommen zurück zu Fishing Planet. Wir sind einen Tag vorm Turnier, beziehungsweise heute Abend geht's los. Freunde, heute Abend geht's los, was sag ich? Ich nehme natürlich einen Tag vorher auf, aber heute Abend auf jeden Fall, kann ich schon mal raushauen, um 20 Uhr werde ich den Livestream anhauen und die erste Quali-Runde vom Turnier starten. Denn wir gucken uns natürlich erstmal direkt das Turnier an. Wir werden auch noch gleich ein paar Schwarzbarsche fangen, Forellenbarsche fangen. Und natürlich gucken, wie wir da was regeln in der ersten Quali-Runde. Aber erstmal gucken wir uns an, worum es überhaupt geht, nämlich um den Largemouth Bass April Cup. Den wollen wir gewinnen natürlich, im besten Fall, aber ob dazu gelingen wird, werden wir sehen. Diesmal gibt es tatsächlich nur zwei Quali-Runden, wie wir sehen. Heißt aber, die ersten 30 kommen weiter. Ich glaube, da steht ja auch nochmal, da steht es. Hol dir einen Platz in den ersten 30 besten Forellenbarschanglern an den fantastischen malerischen Ufern des Mudwater Mystery River. Alles klar. Also, die ersten 30 kommen weiter ins Halbfinale dann. Und auch von dem anderen Qualifier nochmal, heißt auch, da gibt es dann 60 und die Top 20 von dem Halbfinale dann wieder im Finale. Wie beim letzten Mal, also nur, dass wir jetzt halt nur zwei Quali-Runden haben, wahrscheinlich, weil es halt keine Gewässer gibt, wo halt Forellenmarsch gibt, hätten wir alles doppelt machen müssen, wie beim letzten Mal auch schon. So, wieder 2 Stunden Zeit natürlich, also wenn wir um 20 Uhr anfangen, wobei vielleicht fangen wir natürlich dann 10 Minuten später an oder so, keine Ahnung, mal gucken. Sind wir so rund 22 Uhr fertig und dann gucken wir mal, wo wir gelandet sind. Regeln sind die folgenden, dass wir nur Spinnenausrüstung verwenden dürfen, beziehungsweise Casting-Ausrüstung, aber ist ja dasselbe. Den Setzcache müssen wir verwenden und wie immer die 10 schwersten Fische im Cache am Ende zählen für unsere Platzierung. Ja. Und die Spieler mit der Top 10 Platzierung kriegen natürlich nochmal ein bisschen Cash. Dazu gibt es Mindestgewichte tatsächlich von 0,453 Kilogramm, das heißt, fast alle Jungforellenmarsche, die man fängt, würden uns freigelassen werden. Es gibt ein paar dann, die sind schon ein bisschen drüber, aber echt nicht viele. Und ja, also das Mindestgewicht haben wir und damit nochmal das Preisgeld. Und ne, warte mal. Hier steht der normale Preis dann beim Finale wahrscheinlich, ne? Jo, da sehen wir es. Xtreus Missile 220 gibt es zu gewinnen und eine Kappe und dann natürlich die entsprechenden Cash. Belohnung 200.000 und 5.000 Baitcoins und nach unten hin abfallen. Das ist also das ganze Geheimnis und wir versuchen jetzt mal ein paar Dinger zu fangen. Es gibt tatsächlich neues DLC auch wieder dazu. Das April Bass DLC, keine Ahnung wie das heißt, ganz genau. Ich habe mir die zwei schon mal ausgerüstet. Sehen wir hier. Large Mouth Bass April Cup Big Mouth Dagger 220 und Big Mouth Dagger 250. Die eine ist halt ein bisschen länger, die andere ein bisschen kürzer. Dafür ist die kürzere etwas stärker. Ist fast wie die VBO. Nur, dass sie halt Medium sind. Die VBO ist hart, glaube ich, oder sowas. Genau, die sind beide Medium. Und dazu gibt es dann auch die passenden Rollen dazu. Die Barshooter 300S. Und ebenfalls auch die Barshooter 300S. Finde ich ein bisschen hinderlich, dass sie denselben Namen gewählt haben. Aber was soll's, kann man auch nicht ändern. Auf jeden Fall hat die eine halt 1 Kilo mehr maximaler Widerstand. Dazu gibt es dann auch noch die üblichen Köder wieder dazu, ne, kennt man ja. Den Crankbait glaube ich tatsächlich nicht. Den Baschik weiß ich auch nicht, ob es den gibt, aber es gibt auf jeden Fall Köder dazu, 7 Tage Premium. Die Angeltasche und die Jacke. Und was weiß ich, Kescher gibt es auch dazu. Also alles, was man eigentlich braucht, um am Turnier Zeit zu nehmen, gibt es auf jeden Fall in dem DLC. Kostet aktuell, glaube ich, 12 Euro. 12,99 Euro, irgendwie sowas um den Dreh. Und ja, das haben wir auf jeden Fall. Ich habe auch schon, ich glaube, 8 Stück habe ich noch für den 24-Stunden-Stream. 4 Stück habe ich von Thomas bekommen, also danke schon mal auf jeden Fall an ihn. Und dann habe ich noch mal welche vom Fishing-Team selbst bekommen, die mir auch noch mal ein paar kurz zur Verfügung gestellt haben. Die werde ich dann im 24-Stunden-Stream allerdings raushauen. Und nicht vorher. Wir versuchen jetzt aber tatsächlich erstmal ein paar Fische zu fangen und das werde ich zunächst mal mit der Jig wieder machen, weil ich finde ehrlich gesagt die hier schon ein bisschen zu hart für Missouri. Wahrscheinlich werde ich die tatsächlich im Turnier spielen. Einfach wegen dem Style-Faktor her. Aber ich finde die 9 Kilo für die Forellenmasche hier ein bisschen hart. Dann nehmen wir halt die Jigwinner. Nehmen dann den Baschik dran. Und dann gucken wir mal, ob da was geht. Und versuchen mal ein paar Fische. Ich bin jetzt nicht mehr so ganz in der Beißzeit. Aber werden wir schon irgendwie hinkriegen. Und dann versuchen wir mal hier so ein paar Fischchen hier an Land zu ziehen. Nämlich mit der anderen Route. Ja, habe ich wieder den falschen Nummer gedrückt, ne? Ja. Erstmal die 4 hier in der Hand nehmen. Und dann hauen wir das Ding da hinten hin.
und gucken mal, ob da was geht. Ist ein bisschen schwer. Ich habe jetzt hier, ich glaube, wir haben schon ungefähr 4 Realstunden hier geangelt und ich habe noch keinen einzigen Trophy gefangen. Ich weiß nicht, was da los ist. Es gab ja hier schon mal ein Barschturnier und damals wusste ich noch, wo man die fängt. Allerdings habe ich es da jetzt versucht, durchaus auch lange und durchaus auch mit demselben Köder und genau an dieselbe Stelle alles. Aber da fange ich keinen mehr. Jetzt haben wir jetzt zumindest schon mal einen Forellenbarsch. Da geht es zumindest schon mal gut los, aber auch der ist natürlich ein kleiner, junger Forellenbarsch. Wahrscheinlich. Hier fängt man zwar auch die normalgroßen. Ein Trophy habe ich aber auch noch nicht erwischt. Also, keine Ahnung, was mit den Trophys los ist. Wir haben alle noch keinen gefangen. Wir haben noch ganz Sache geübt jetzt. Aber bis jetzt alle keinen. Guck mal, der wäre zum Beispiel schon 2 Gramm jetzt zu leicht, um den fürs Turnier zu behalten. Der wird uns also nichts bringen. Heißt, wir bräuchten schon ein paar größere. Ist echt nicht so easy irgendwie, die zu finden. Also wie gesagt, ich weiß nicht, wie man die Trophys hier raushaut. Also wenn ihr noch irgendwelche Tipps vom Turnierstart habt, gerne unten in die Kommentare rein. Wenn ihr noch meint, ihr wollt mir unbedingt verraten, wie es geht, dann macht das. Ansonsten könnt ihr natürlich auch heute Abend im Stream zugucken und da auch nochmal eure Tipps raushauen. Oh, guck mal, den krieg ich nicht gehakt. Der war gar nicht so klein, oder? Da hängt zumindest kurz die Bremse an, aber wer weiß, ob das einer war. Aber nochmal ein Biss, auch der hängt nicht. Aber ich habe natürlich auch alle anderen Stellen schon versucht, ne? Ist nicht so, dass ich nicht versucht habe. Wie gesagt, 4 Stunden waren wir gerade schon dran. Gleich geht auch noch weiter, ja. Ich habe gesagt, ich gehe erst schlafen, bis ich einen Trophy gefangen habe, aber ich sehe schon ein bisschen schwarz. Ich habe Crankbait versucht, ich habe Spoons versucht, ich habe Spinnerbaits versucht. Dann die ganzen Barsticks auch nochmal größer natürlich. In der Hoffnung, dass dann ein Trophy dran geht. Aber alles nichts zu machen. Und das bereitet mir gerade schon ein bisschen Kopfzerbrechen, wie das dann im Turnier laufen soll. Ehrlich gesagt, beißen die Fische generell schlecht, wobei an der Stelle hier beißen so halbwegs gut. Bleibt natürlich abzuwarten, wie sie im Turnier beißen, denn da hast du teilweise wirklich dann Stellen, die halt normal laufen und dann im Turnier läuft da gar nichts. Also da bin ich mal gespannt. Wenn die Stelle hier im Turnier versagt, dann werde ich wahrscheinlich eher damit zu kämpfen, dann überhaupt 10 Forellenmarsche zu fangen. So krank es sich anhört. Ja, normalerweise denkt man immer Forellenmarsche, hä? Mega easy. Da bin ich echt mal gespannt, wie das heute Abend laufen wird. Also, das wird mit Sicherheit lustig. Und wahrscheinlich werde ich eine Menge Zeit zum Quatschen haben. Also, wenn er vorbeikommt, würde mich auf jeden Fall freuen. Können wir ein bisschen uns da austauschen, ein bisschen plauschen. Und dann gucken wir mal, wie das alles so laufen wird. Ich glaube, das Turnier fängt auch offiziell erst um 20 Uhr an tatsächlich. Also pünktlich zum Livestream, was eigentlich gar nicht so geil ist, weil dann kann natürlich alle anderen, falls wir tatsächlich da irgendwie was Gutes reißen sollten, das in der Folgezeit nachmachen. Aber gut, weiß, ist mir dann auch egal, ne? Wenn dann einer halt mit derselben Taktik mehr fängt, dann hat er auch verdient, weiterzukommen. Dann können wir am Donnerstag natürlich noch den Stream raushauen. Nämlich mit der zweiten Quali-Runde dann, die in North Carolina stattfinden wird. Und ja, am Wochenende dann entweder auf Fishing Planet, Samstag, Sonntag, Halbfinale, Finale oder eben was anderes. Mal gucken, ist auch Ostern, ne? Vielleicht mal sehen, wir kommen noch Besuch. Aber ich werde auf jeden Fall davor natürlich über ankündigen. Facebook, Twitter, YouTube, überall. Werdet ihr auf den Laufenden gehalten, wo dann die Livestreams stattfinden und vor allem wann. Wo ist da wohl offensichtlich, aber das Wann fehlt da noch. Ich muss gleich vielleicht tatsächlich mal ein bisschen vorspulen, sonst bin ich hier nicht mehr in der Beißzeit und dann fangen wir sowieso nix. Können wir natürlich morgen im Turnier eh nicht machen. Aber hier fürs Video können wir das noch machen. Aber hier gehen auch keine anderen Stellen irgendwie, ne? Das ist der Wahnsinn. Es ist einfach der Wahnsinn. Aber ihr seht schon, ja? Ich angle hier schon die ganze Zeit und bis auf den ersten Biss. Oh, guck mal, hier kommt noch mal einer hinterher, aber auch den können wir nicht verwerten, leider. Also effektiv ist erstmal was anderes, ne? Könnte es natürlich auch ein bisschen an den Beißer liegen tatsächlich, aber trotzdem ist es nicht so Bombe, wie das hier läuft.
Aber aufgeben gibt es natürlich nicht. Machen wir halt Just for the Fun mit und beten, dass wir vielleicht Top 30 kommen. Top 30 ist eigentlich, also wäre schon machbar, wenn man halt wisst, wie man die Trophies fängt. Ich weiß nicht, ob es vielleicht an dem Update heute lag, dass die jetzt irgendwie anders zu fangen sind oder noch seltener geworden sind. Keine Ahnung. Die waren halt vorher schon nicht so oft hier in Missouri, aber schon mal so, dass du ab und zu gefangen hast. Nur bis jetzt erstmal gar nichts. Aber gut, ich habe jetzt noch den ganzen Abend Zeit zum Üben, morgen noch den ganzen Tag und dann sind wir abends halt im Stream. Entweder läuft es dann bis dahin oder eben nicht. Wird man halt sehen müssen. Ich kriege auch keine 3-Punkte-Stop-Gomme hin. Das ist auch komisch, ne? Normalerweise hast du jetzt so eine Pause gemacht bei einem Punkt, dann hast du weitergemacht und dann kam halt 3 Punkte. Geht auch nicht mehr. Ich kriege auch keine Twitch mehr hin, komischerweise. Genauso wenig wie Lift and Drop. Krieg alles immer hin. Keine Ahnung, was die sich hier am einfallen lassen. Ist auf jeden Fall interessant. Erstmal sich wieder umgewöhnen an das Spiel. Quasi neues Spiel kennenlernen. Vielleicht finden wir bis morgen dann noch die bessere Taktik. Erstmal ein Hänger hier. Ich schwimme mal nach dem Wurf tatsächlich vor, auf nachmittags irgendwann. 15 Uhr oder was, damals steigende Weißzeit. Vielleicht geht da was. Sehr actionreich. Ich habe jetzt extra einen kleinen Barschick natürlich genommen, sonst kriegen wir gar keinen Fisch an der Leine. Dann kriegen wir hier Jungen. Kriegen wir die Jungen nicht mal dran. Guck mal, ich krieg auch keinen Angeschlag. Ich habe wieder so einen Kackping. 100er geht eigentlich. Die werden gerade mal so zwischenzeitlich so bei 2.000-3.000. Da hast du natürlich mit ein paar Sekunden Verzögerung gar keine Chance gehabt, irgendwelche Fische anzuschlagen. Das war auch sehr interessant. Wenn das morgen so wird, dann gute Nacht, aber scheint sich stabilisiert zu haben. Ist also nicht mehr ganz so schlimm. Kommt hier nochmal einer am Ende? Eigentlich ist die Krautkante immer eine sichere Bank, was Forellenbarsche angeht. Kommt halt auch drauf an, was ich dann morgen für eine Taktik fahren werde, ne? Ob ich erstmal den Kescher tatsächlich voll mache mit 10 normalen Fischen und dann auf die Trophies gehe. Oder ob wir erst mal versuchen, ein paar Trophies zu fangen. Auch der hängt nicht. Er hängt einfach nicht. Ich schwimme mal eben ein bisschen vor. So. Weiter geht's. Nächster Wurf. Nächster Fisch hoffentlich. Kann aber da lang twitchen. Aber ich kriege halt nur noch geradeaus hin, ne? Ich schiebe mal langsam geradeaus. Kriege den Köder nicht vom Grund weg. Vielleicht muss ich gleich mal noch schneller kurbeln, aber dann reiße ich auch den Fischen ein bisschen den Köder weg. Auch dass dabei schon keiner einsteigt, ne? Normalerweise hast du immer Action gehabt. Es ist wirklich sehr mühselig, die zu fangen. Was man halt gar nicht von denen kennt. Also vorher hast du halt wirklich hier geangelt, hast fast jeden Wurf irgendwie Aktivität gehabt. Und jetzt schon sehr, sehr selten geworden. Echt krank. Da bin ich gespannt, ob sich das an den anderen Gewässern auch auswirkt. Ob man da auch jetzt weniger fängt. Ich glaube, in dem Patch-Note stand sogar irgendwie was von wegen mehr Aktivität, mehr Fische. Aber ehrlich gesagt, merke ich jetzt nicht so viel von. Das war ein Hänger. Ich kann mal kurz gucken, ob ich die Patch-Notes gerade finde, ob da noch irgendwas Wichtiges steht. Ah, guck mal hier. Hat da auch einen gefangen. Forellenbarsch. Aber sieht auch nicht nach einem Trophy aus. Fishing Planet. Patch Notes. Da stehen sie. Ach, wieder die Deutschen. Einzigartiger Forellenmarsch wurde in die Everglades aufgenommen. Verstehe ich immer nicht, warum die das geschrieben haben. Weil eigentlich, also meiner Meinung nach gab es den da schon immer, aber gut.
Weltcoins, bla. Fisch-XP für die mittleren und höheren Wasserstraßen. Wurden irgendwie angepasst, glaube ich. Das steht hier jetzt nicht. Da dichte ich es gerade dazu. Aber ich glaube, irgendwie sowas stand in den Englischen. Preise für Vorräte und Ausrüstung wurden überarbeitet. Änderung der Preise im lokalen Währung für Premium-Shop. Neue Tutorial-Schritte beim Auswerfen im Bereich außerhalb des Gewässers wird nun farblich hervorgehoben. Das stimmt, wenn man jetzt hier mit dem Marker zielt beim Auswerfen und man ist halt nicht mehr im Gewässer mit dem Zielen, dann wird das Ding rot. Können wir uns gleich mal angucken, weil wir eh nichts fangen. Verbesserung der Physikleistung. Fehlerbehebung der Situation, wenn der Fisch entkommen ist. Also die deutsche Übersetzung, die sagt mir halt auch einfach gar nichts. Neue Sounds. Freundeinladungsprogramm wird abgeschaltet. Leider, aber ich glaube nur vorübergehend. Weil die ein Problem damit haben. Aber weiß ich nicht. Ne, aber sonst steht hier auch nichts, ne? Deutschen Patch Notes wieder, ey. Ne. Mehr steht in deutschen Patch Notes nicht drin. Ist auch egal. Versuchen wir noch einen kleinen Barsch rauszuholen. Aber ohne Witz, das ist schon die beste Methode hier, die ich gerade mache, um auf Quantität zu fangen. Ich kann auch mal woanders hinwerfen, aber da wird auch nicht viel mehr gehen. Da so die Richtung fängt man eigentlich auch immer so ein paar Trophies. Aber bis jetzt halt auch einfach gar keine. Normalerweise kriegst du ja schon ab und zu mal den Haken. Aber auch eher dann hier Richtung Kraut hier vorne, ne? Ich habe jetzt ein bisschen weit geworfen. Aber auch da hinten beißen ab und zu mal welche. Nur da kriegt man auch durchaus mal ab und zu ein Karlecht dabei. Also Setup auf jeden Fall nicht zu schwach wählen, auch wenn man glaubt, okay, die Forellenmarsche werden jetzt hier nicht so groß. Was natürlich stimmt. Aber so ein Karlecht, so ein Trophy-Karlecht, der kann auch schon mal so an die 4 Kilo rangehen oder auch drüber. Und dann wird es natürlich mit einem leichten Setup entweder ein langer Kampf oder er sagt natürlich, ich lasse ihn abreißen, ne? Weil also im Turnier ist das halt verlorene Zeit, wenn du halt so einen drillst und dich erstmal damit eine Viertelstunde beschäftigst. Deshalb würde ich die Route nicht allzu schwach finden. So Jigwinner ist schon so Minimum. Ich werde auf jeden Fall, wie gesagt, die DLC-Routen verwenden, auch wenn die schon fast zu hart sind für die Barsche, aber wegen dem Turnierwillen und so, ne? Damit wenigstens so aussehen wie so professionelle Turnierangler. Machen wir da auf jeden Fall damit ein bisschen Action. Und Action hätte ich jetzt auch gerne. Das wird wieder einfach ein Video, wo du einfach nur einen Fisch fängst. Krank. Aber so geht das schon die ganze Zeit. Und die ganze Zeit geht das so. Seit 18 Uhr oder halb sieben haben wir angefangen. Jetzt haben wir halb elf. Und ich habe in der Zeit vielleicht 10, 20 Forellenbarsche gefangen. Mehr nicht. Also wird auf jeden Fall lustig heute Abend. Wird auf jeden Fall sehr spaßig. Ich bin auf jeden Fall gespannt, was die anderen tatsächlich in der Zeit rausholen. Wahrscheinlich ist, ich meine, klar, es gibt wahrscheinlich irgendeinen Trick, den ich noch nicht gefunden habe. Da kann ja nicht sein, dass man einfach so wenig fängt und auch vor allem keine Trophies. Ich glaube schon, dass es die gibt. Aber ist auf jeden Fall erstmal eine Herausforderung. Das ist halt das Problem, wenn die halt so einen Tag vorher, vorm Turnier, anfangen, das Spiel zu patchen. Weißt du? Hätten die das halt so gelassen, hätte ich gewusst, okay, ich fange da hinten meine Trophy-Forellenmarsche mit dem Crankbait. Zack, angle ich damit durch. Und hab's halt am Ende ein paar zumindest im Kescher, ne? Hätte auch locker meine 10 zusammenbekommen, also 10 Trophys natürlich nicht, aber 10 Forellenmarsche mit ein paar Trophys dazwischendurch. Kein Problem. Und jetzt stehst du halt hier, keine 24 Stunden vorher. Und hast keinen blassen Schimmer, was du eigentlich falsch machst. Ich muss noch ein paar Gummiköder tatsächlich testen. Vielleicht ist das eben der Durchbruch. Aber wie gesagt, bis jetzt wenig. Wenig, wenig, wenig. Och, hier kommt nicht mal mehr ein Zupfer, ne? Nicht mal mehr ein Zupfer. Fische sind auf jeden Fall viel schlauer geworden. Oder ich zu blöd. Das kann natürlich auch sein, ja.
Dann wünscht man sich tatsächlich 3D-Arcade-Fishing zurück, wo man die Fische einfach sieht, wo man ihn auf den Kopf wirft und wo man sie dann fängt. Und hier stehst du. Es ist hier teilweise schon echt frustrierend, muss man auch mal sagen. Ich meine, wenn das hier tatsächlich jetzt so ist, ne? Du musst dir mal jetzt nicht nur die Turnierbedingungen vorstellen oder das, was wir jetzt hier machen, ja, einfach für das Turnier irgendwie ein bisschen üben oder so. Du musst ja auch mal bedenken, dass hier tatsächlich dann eben die Anfänger hinkommen. Ja? Und dann haben die hier so einen Bassstick mit 5 Gramm, 2-0. Und du fängst einfach keinen Forellenbarsch. Weißt du? Oder alle 300 Würfe mal ein. Das macht ja auch keinen Spaß. Ich meine, erstmal kommst du dann nicht vorwärts im Level. Und zweitens kommst du dann nicht großartig in den Spiel genutzt, ne? Also klar, ich meine, jetzt angeln, klar, da fängst du nicht immer was, aber so wenig dann ist halt auch die Frage, ne? Ich könnte mir fast vorstellen, dass morgen nochmal ein Patch kommt, aber wenn wir sehen, ist auf jeden Fall, also ich finde, ist schon ein bisschen sehr wenig Aktivität. Könnte natürlich auch sein, dass einfach Sonne nicht so das Forellenwaschwetter ist, aber ich angle jetzt bei Sonne, weil das halt die Turnierbedingungen sind, ja? Ich wollte es halt fürs Turnier üben, deshalb stehe ich gerade auf Sonne, vielleicht, weiß nicht, bei Wolke 10-mal besser, könnte ich mir vielleicht sogar durchaus vorstellen, oder dass man bei Sonne vielleicht dann eine Farbe braucht und nicht die braune Farbe, vielleicht irgendwas helles Silbernes, aber ich habe halt mit silbernem Crankbait versucht, habe ich auch nichts gefangen. Also, keine Ahnung. Bin ein bisschen am Rätsel noch, aber ist ja noch ein bisschen Zeit. Kriegen wir schon noch hin. Ich werde jetzt hier noch den Wurf machen. Wenn da nichts mehr geht, dann haben wir halt Pech gehabt. Dann haben wir halt nur den ersten am Anfang gefangen. Und keinen weiteren. Nur wenn das morgen im Turnier so läuft, dann werde ich halt keine 10 fangen. Ich meine, der gerade hätte ja nicht mal gezählt. Na, guck mal, da kommt jetzt ein Biss, aber auch den kriegst du nicht angeschlagen. Das ist dann halt auch noch das Problem, ne? Wenn dann mal einer beißt, kriegst du den Anschlag nicht durch. Wird auf jeden Fall ein interessantes Turnier, denn nur, nicht nur ich habe das Problem, ne? Alle müssen mit denselben Bedingungen arbeiten. Und, weißt du, sowas finde ich mal okay. Letztes Mal im Finale fand ich ja schade, dass ich halt irgendwie die Probleme durch den Bug hatte. Dass andere und der Köder zu weit weggezogen wurde und so ein Scheiß. Das ist halt ein Abfuck, ne? Weil du weißt, okay, bei den anderen läuft das vielleicht, bei dir nicht. Und dadurch versaust du den halt ein bisschen. Hier haben alle dieselben Bedingungen, ist für alle gleich schwer, die Fische zu fangen. Der eine weiß halt, wie es geht, der andere nicht. Das ist in Ordnung, ja? Damit kann ich leben. Nur, wenn es halt Bug ist, dann eben nicht. Aber so müssen wir halt irgendwie gucken, dass wir klarkommen. Und das werden wir dann heute Abend tun. Also, wenn ihr Bock habt, 20 Uhr live auf twitch.tv/pantoffelplays. Guckt rein, wenn ihr wollt. Und seht, wie ich mich abmühe, ob ich vielleicht bis dahin schon eine Lösung gefunden habe. Ansonsten, ob vielleicht auch schon einer eine Lösung in den Kommentaren gepostet hat. Ich bin gespannt. Leider wenig Fische im Video, aber was willst du machen? Kannst du nicht immer so dir wünschen, wie du gerne hättest. Aber nichtsdestotrotz machen wir jetzt hier Feierabend. Also hoffe ich, dass das Video euch trotzdem gefallen hat. Lasst auf jeden Fall einen Daumen nach oben da, wenn ihr Bock habt. Und wir sehen uns dann heute Abend im Livestream. Und bis dahin, macht's gut. Haut rein. Und auf Wiedersehen.